Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Magic Maze Tower. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Magic Maze Tower. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es noch ein kleines Fazit. Ja, Moment, Magic Maze Tower, gibt es das denn schon im Handel? Jörg, das habe ich noch gar nicht im Handel gesehen. Ja, mir liegt quasi die englische Version vor, finales Spiel. Die Regeln sind aber sehr einfach und deswegen kann ich es euch schon präsentieren. Später im Herbst gibt es dann auch die verschiedenen Versionen deutscher Sprache, wie man es gewohnt ist, aber ich habe die Chance genutzt und dadurch kann ich es euch jetzt an dieser Stelle schon präsentieren. Das als kleine Information. Aber Magic Maze, Moment, das ist doch das Spiel mit der Sanduhr, mit der Tuwas-Figur und diesem Zeitdruck, den man hat. Keine Sorge. Das ist hier alles weg. Keine Sanduhr, keine Tuwas-Figur. Schön gemächlich, entspannt spielt er gemeinsam. 1 bis 4 Personen steht hier dabei. Ich komme im Fazit dazu. 30 Minuten Spielzeit, auch dazu ein paar Informationen. Und ab 9 Jahre, wer schreibt denn ab 9 Jahre drauf? Also das sieht man selten. 8 oder 10, ist das jetzt Familienspiel, ist das Kennerspiel? Ich sag im Fazit noch was zu den einzelnen Angaben. Aber knapp 100 Aufgaben erwarten uns hier bei diesem Spiel. Ein Standalone-Spiel, also ein eigenständiges Spiel, nicht verknüpft quasi mit dem Grundspiel oder sonstiges. Kaspar Lab, der Autor, Illustration von Guillaume bzw. Anthony Moulin. Sit Down, der Verlag, sieht witzig aus und ja, am Anfang haben wir erst einmal die Einstiegsszenarien, Tutorial, um das Ganze kennenzulernen. Ja, Vorderrückseite, ein Tableau liegt aus und seid ihr dann soweit? Ja, ich muss mit beiden Händen rübergreifen. Dann habt ihr sehr viele Aufgaben vor euch und die könnt ihr dann spielen. Alleine, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Nehmen wir an, ihr spielt zu viert. Ja, dann benötigt ihr diese Richtungsmarker. Ich sitze hier an dieser Stelle und kann alle Figuren nur in diese Richtung bewegen. Die Figur oder die Person, die hier sitzt mit diesem Blättchen, kann alle Figuren nur auf diese Seite bewegen. Super. Ja, zu viert ist das ja witzig. Das kennt man von Magic Maze. Ja, wenn man zu zweit spielt oder zu dritt spielt, dann bekommt halt eine Person noch ein Plättchen mehr. Also hier beispielsweise kann man die Figur nach unten oder alle hier in diese Richtung bewegen. Ja, und spielt mal alleine? Ja, dann könnt ihr die Richtungsplättchen gleich in die Schachtel einpacken, weil ihr müsst ja alle Figuren bewegen. Ja, und aufgebaut habe ich es. Ihr lernt das Ganze spielerisch. Auch in der Anleitung ist es so angezeigt, ihr lernt das spielerisch. Und was Figuren benötigen wir? Aha, hier haben wir eine Bogenschützen und hier haben wir diese Person. So, und das wird ja auch hier gezeigt. Die andere Person, wie hier der Zweig, der kommt erstmal zur Seite, benötigt man nicht. Die Aufgabe wird hier angezeigt, was man machen muss. Und hier heißt, okay, um durch die Tür zu kommen, muss eine Person auf dem Schloss stehen. Und Aufgabe ist es, dass man die Figuren hier platziert, dass man dann hier weiterkommt. Ja, und wie funktioniert das? Hier jetzt mal als Beispiel. Das heißt, man zieht mit seiner Figur ja, hier entsprechend weit, beziehungsweise geht dann hier auf diesen Bereich mit dem Schloss. Dadurch kann die Figur jetzt hier durchziehen, weil hier eine Figur dann draufsteht und ihr ahnt, wie es dann weitergeht. Dann geht man hier drauf, um hier zu landen, um später dann hier sich zu positionieren. Das ist alles. Es ist einfach, um das Ganze mal zu kennenzulernen. War ich zu schnell? Oder wisst ihr nicht die Lösung? Gibt es ja auch, durchaus. Deswegen QR-Code. Ja, die Aufgaben sind alle mit einem QR-Code dargestellt. So bekommt ihr die Lösung angezeigt. Werdet quasi auf so ein YouTube-Video verwiesen. Wenn ihr da drauf schaut, bekommt ihr die Lösung angezeigt. Okay, mal ein bisschen schnell. Wobei, komm, gehen wir gleich zu Level 2. Was macht man denn hier? Ja, hier geht es um die Bewegung. Man benötigt auch nur eine Figur. Hier lernt ihr das Leiterspringen kennen. Von einer Leiter zur nächsten müsst ihr dann springen, um hier quasi ins Ziel zu landen. Der Jörg ist einfach zu schnell. Ja, ihr merkt, ich bin schon mittendrin in diesem Spiel und das war Szenario 2. Tja, hier vielleicht ein bisschen langsamer. Was ist denn mit Szenario 3? Witzig gemacht. Der Zwerg, ich habe es nicht angesprochen, der ist ein bisschen kleiner als die anderen Figuren. Der Zwerg geht nämlich hier unten durch. Und ihr benötigt nicht alle Figuren. Aber ja, je nach Position, beziehungsweise ihr seht ja auch, dass diese Person hier, die draufsteht, das heißt, der Grüne kann eine andere Figur überspringen, ist also eine Option, die ihr habt. Und schon kommt der Zwerg hier durch die Lücke. Und auch hier gilt es, gewisse Anforderungen zu erfüllen, was die Pfeilrichtung angeht, damit man hier ins Ziel gelangt. Nochmal 3 Beispiele? Ich glaube nicht. Das war ein Eindruck von den ersten 6 Tutorials, die ihr dann meistert. Und dann wird es Zeit, sich diesen großen Plänen zu widmen. Was heißt hier groß? Das ist ja auch nur ein Spielplan. Und habt ihr erst einmal das Tutorial dann durch, dann ist es gut gezeigt, weil hier unten ist das mit Aufgabe 1, 1 von 4 gezeigt. Also auch wenn das wieder durcheinander bringt, ihr könnt das alles wieder zurücksortieren. Durch die Nummern wird das angezeigt. Ihr spielt also Aufgabe 1-4, bekommt hier wieder Aufgaben gestellt, dann
spielt ihr die Aufgabe Wormerse. 2 von 4 spielt diese Aufgabe immer wieder mit neuen Anforderungen. Ich möchte euch nicht zu viel verraten. Lasst euch da mal überraschen. Es sind ein paar schöne Elemente dabei. 3 von 4, 4 von 4. Sehr schön, habt ihr geschafft. Jetzt dreht ihr das Ganze um und das wird hier sortiert, abhängig vom Raster, wie das hier von dem Symbol in der Mitte dann gezeigt wird. Und dann habt ihr noch ein größeres Szenario. Das wird noch größer, weil die ganzen Karten, die ich jetzt hier habe, jetzt muss ich schauen, dass ich nichts durcheinander bringe, haben Rückseiten. Und so wird das immer anspruchsvoller und ihr erlebt kleine, aber größere Level bzw. Herausforderungen. Ja, gibt es da denn auch einen QR-Code, wenn man da nicht weiter weiß? Wie ist es dann hier bei diesen Aufgaben? Weil sonst weiß man ja auch gar nicht weiter. Ja, man hat hier auch einen QR-Code. Keine Sorge. Mit diesem QR-Code werdet ihr auch auf die Lösung verwiesen. Ich glaube, in der Anleitung steht auch dabei, na, dann springt halt mal über eine Mauer drüber, wenn es nicht anders geht. Aber ihr wollt es ja auch lösen, alleine oder mit mehreren Personen, um hier den Lösungsweg abzufahren, das Rätsel zu lösen. Aber ansonsten spickt einfach mal ein bisschen auf den QR-Code. Und auf der Rückseite zeigt es ja auch nochmal deutlich, Think you can escape together from these 91 challenging mind benders. Also 91 oder 100 und ohne Stress, ohne Sanduhr. Das Ganze schön gemacht mit einer Promo, je nachdem. Und hier mit dem QR-Code versehen. Und das ist auch schon das ganze Spiel. Ich bin beim Fazit von Magic Maze Tower. Ja, und in letzter Zeit habe ich viel gespielt, insbesondere viel Magic Maze. Oh, Magic Maze, das ist doch das Spiel mit diesem Stressfaktor, mit der Sanduhr, mit dieser Tuvas-Figur. Nein, das ist hier nicht der Fall. Alles mal weg, was Stress macht. Wir spielen kooperativ. Ja, das haben wir ja damals auch gemacht, aber hier auch kooperativ. Und zwar gemütlich. Knapp die 100 Aufgaben spielen wir und hier bekommen wir Aufgaben gestellt. Und wie üblich in Magic Maze können wir, wenn wir beispielsweise zu 14 sind, jede Figur nur in die jeweilige Richtung steuern, was für ein Richtungsplättchen wir haben. Das ist witzig gemacht. Und wenn man das alleine spielt, und es ist durchaus ein Spiel, was sich sehr gut lohnt, alleine zu spielen, muss man sich nicht an diese Richtungsmarker halten. Die lebt man raus, weil man steuert alle Figuren. Es ist mehr ein Logikspiel, das wir hier vorgetischt bekommen, aber mit einer Vielzahl von Aufgaben. Und das wird wirklich nicht leicht, beziehungsweise nicht kurz dauern. Es wird länger dauern, bis ihr alles durchgespielt habt. Ich bin bei Weitem noch nicht am Ende, aber da merkt man, da hat sich der Verlag viel Mühe gegeben. Statt vielleicht 10 Pläne hat man gleich solche reingelegt. Und so gilt es, die einzelnen Aufgaben zu lösen. Gegebenenfalls auch die Rückseite zu verwenden, dann habt ihr noch größere Szenarien. Und die machen richtig Laune, die machen Spaß, aber das hängt auch ab von eurer Gruppe. Von der Lust, das hier so zu machen. Und da der Stressfaktor nicht da ist, ist irgendwas ein anderer Faktor. Weil klar, die Figur kann man nur bewegen, wenn man den Richtungsmarker hat. Und dadurch lohnt sich das Spiel auch sehr gut, dass man es alleine oder zu zweit spielen kann. Und das ist übrigens mein Favorit. Ich spiele es am liebsten alleine oder zu zweit. So macht es mir, so macht es uns, muss ich sagen, dann doch am meisten Spaß. Klar, ihr könnt das so anwenden mit 3 und 4 Personen, aber ich nutze das eher als Möglichkeit, das Ganze solo zu spielen. Das glaubt man kaum, aber das lohnt sich hier. Und gerade ich als Fan auch von solchen Logikspielen, da blühe ich richtig auf, da habe ich sehr viel Spaß. Zumal auch wirklich tolle, schöne Elemente dabei sind, wo das Spiel nochmal steigern, wo man denkt, man hat alles gesehen. Und dann kommt noch ein schönes Element, ein attraktives Element. Ja, und was die Lösung angeht, das hat man auch sehr gut gelöst. Das zeigt sich schon bei den ersten Fällen vom Tutorial, die ersten 6 Fälle. Es gibt QR-Codes, das kennt man das ab und dann kriegt ihr durch ein kleines YouTube-Video den Lösungsweg angezeigt. Was will man mehr? Bei üblichen Spielen wird es auf einer Lösungskarte gezeigt. Mittlerweile hat man das ja geändert. Durch die QR-Codes ist vieles einfacher, anders, so muss man sagen. Und so bekommt ihr durch den QR-Code ein kurzes Video und seht dann, um was es geht. Auch das ist prima gelöst. Tja, das zu den Infos von Magic Maze Tower. Ich glaube, der ein oder andere wird sich sicherlich anschauen. Ich habe sehr viel Spaß bisher mit diesem Spiel. Es ist kein Spiel, wo ich da dauernd auf den Tisch hole, aber immer mal wieder so zweimal die Woche kommt es gerne und dann geht man zum nächsten Level. Irgendwann hat man es durch, aber dann hat es sich definitiv gelohnt bei knapp 100 Challenges, die hier in dieser Box dann stecken. Als eigenständiges Spiel, das nochmal als Hinweis, bei Sit Down erschien. Jetzt hier blickt mir die englische Ausgabe vor, aber sprachneutral ist super und schnell erklärt. Später im Herbst, wie gesagt, gibt es das Spiel in etlichen Versionen. Hier ist auch angezeigt in einer deutschen Version. Das zu den Infos zu
Magic Maze Tower, Standalone, Sit Down der Verlag, Kaspar Lab der Autor, Guillaume bzw. Anthony Moulin für die Illustration verantwortlich. Ja, und wenn ihr es euch holen wollt, dann schaut ihr je nach beim Händler. Vielleicht bekommt ihr es auch schon in dieser Version oder wie gesagt zum späteren Zeitpunkt oder über die unten genannten Links. Aber das bleibt euch überlassen, was eure Meinung dazu ist. Ihr dürft es gerne kommentieren. Das war's mit allen Infos. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.